need it. Nah, I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von der ersten Folge von Anno 1800 hier auf meinem Kanal. Klar, es lädt noch nicht alles richtig, aber das ist mir doch schnurzpiep egal, weil ich habe jetzt ewig lange gebraucht, dass es endlich mal sich lädt und öffnet. Und dass jetzt irgendwie ein Grafikpack dabei ist, das ist mir sowas von schnurzpiep egal. Weil ich baue jetzt trotzdem hier. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Und ich... Oh. So. Und ich hoffe... Ah, jetzt. Also näher ranzoomen, dann ist der Grafikpack auch weg. Gut, haben wir es auch kapiert. Aber wie gesagt, erstmal herzlich fucking willkommen. Hier bei Anno 1800. Kurze Sache. Warum hat das so ewig lang gedauert? Ich weiß es aber nicht so richtig, weil aus irgendeinem Grund hat mein Dings sich einfach gedacht, mein Aufnahmeprogramm. Leck mich am Arsch, ich gehe funktioniert einfach mal nicht. Und deswegen hatte ich da ein kleines Problem. Aber alles gut. Und wir sind, wie gesagt, endlich mal hier dabei. Und können auf den Zug aufspringen von Anno 1800. So, wir bauen schon mal in die Richtung. Hier hinten wird dann unser kleines, wie nennen wir das gleich, Industriefelde. 50% hier nur. 85, 6. Beryl O'Mara. Ich lasse die Dinge hier auf meine ganz eigene Art laufen. Okay, dann herzlich willkommen. Mary, warum hast du kein Gewissen? Gut. Ein Holz. So, dann müssen wir aber... ich habe schon mal angezockt. Ich bin aber nie sehr weit gekommen. Das Kind, deswegen keine Sorge, dass ich so viel jetzt weiß über das Spiel. Ich weiß so, die Hälfte vielleicht. Hier werden wir jetzt unser Industriezweig hinbauen. Also die werden jetzt hier hin und her laufen, werden uns das Zeug holen. Wir haben mehr Arbeiter, als wir im Moment gebrauchen können. Das ist sehr gut. Achso, jetzt müssen wir es mal Holz. Solange natürlich hier kein Holz angekommen ist, dann... Ah, jetzt läuft es jetzt zum Beispiel los. Nee. Arbeitsbedingung. Na gut, wir haben erstmal 70 Minus und das müssen wir erstmal ändern. Wir brauchen 50 Leute, damit wir... Dings machen können. Also ich habe kurz, war ich davor zu sagen... Es gibt einfach keine Aufnahmen mehr auf dem Kanal. Aber es hat sich doch alles ein bisschen umentschieden. Ich habe gesagt, ja, okay. Wir funktionieren doch. Und deswegen... Ich biete Ihnen meine bescheidenen Dienste an und bin zuversichtlich, dass sich Ihre prekäre Lage bald schon ändern wird. Ja, da gab es eine Vorgeschichte, aber... Das ist dann in der Story dabei. Und die werden wir live spielen. Nur live. Und nichts anderes. Also ich glaube mal, live reife ich das vollkommen zu. Hier werden wir jetzt zwei Dings bauen. Aber dafür brauchen wir erstmal Holz. Das Sägewerk ist dabei, weiter zu schneiden, zu sägen. Machen wir das. Super. Das Schiffchen, das können wir jetzt mal weiterfahren lassen. Oh, die haben was am Dienst Schönes hier. Was ist denn das? So blank. Oh, ich wollte gerade ein wenig durchlüften. Also er...
gibt volles Gefick. Gespeichert. Okay, wenn wir mal in die Ecke hier fahren. Ich habe vorhin keine Zeit jetzt. Keine Zeit gemessen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir haben 16:48 Uhr und ich will ein paar Folgen möchte ich machen. Oh, wir haben eine Gebäude freigeschalten. Was haben wir jetzt freigeschalten? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. What? Also das ging jetzt relativ schnell. Jetzt können wir schon einen Schnaps erstellen. Schnäpschen. Achso, ja, Fisch. Wir haben ja kein Holz. Können wir vielleicht noch einen Holzfäller bauen? Ja, zu 77%. Wir kümmern uns hier um alles. Achso, der pflanzt jetzt erstmal noch. Okay. Ja, es wurde eine neue Insel entdeckt. Ah, hier. Bereit für neue Befehle. Aber ob es dem jemand gehört, das sehe ich natürlich jetzt noch nicht ein. Aber sieht nicht danach aus. Sind unterwegs. Und nur noch ein bisschen Minus. Koordinaten eingezeichnet. Ich will einfach mal dahin fahren lassen. Oh. Oh, hier ist ein Gegner. Sicher hast du mir eine kleine Spende mitgebracht. Für die Waisenkinder. Ja, jo. Klar. Wir wollten jetzt aber... Jetzt habe ich falsch geklickt. Wann ist danach noch mal eine schlechte Partei? Jetzt. Man könnte hier jetzt Handelsrouten erstellen. Aber wir haben bisher noch keine... Oh. Also wir sind der hier. Wir haben eine gelbe Flagge. Behalte deine Freunde immer im Auge. Diplomatie. Ja, wir haben bisher bloß sie. Verträge. Unmöglich ein Handelsrecht mit ihr zu schaffen. Deswegen... Oh. Du möchtest wohl ein Fleißsternchen? Leicht eingeschränkt. Ich werde nicht länger darüber reden. Nahezu sicher? Vielleicht gebe ich gleich den Straßenkindern. Das behalten wir schön für uns. Und immer noch unmöglich. Selbst dieser Nicht-Angriffspakt ist bei ihr. Wer weiterkommen unsicher. Will, muss in Bewegung bleiben. So, wir haben 8 Holz. Damit können wir uns schon mal... Boah, einen Haufen Ölquellen haben wir hier. Können wir schon mal die ausbauen. So, haben wir die ausgebaut, können wir jetzt... haben wir jetzt genug Holz? Wir haben... 8 Bretter. Dann könnten wir noch ein... hier bauen. Sache ist immer, man muss gucken, ob die verbunden sind und das haben sind sie. Gut. Wir wollen jetzt aber auch ein bisschen Schnaps haben. Das heißt, wir bauen die Kartoffelfelder. Und die Kartoffelfelder tun wir hier hinbauen. Schnaps. Kartoffelfelder. Irgendwo war das nämlich gewesen, Anbaufläche. Hm, okay. Dann geht es eben doch nicht so, wie ich dachte. Irgendwo war da nämlich was mit Glauben, irgendwas mit Blau. Hier kommt dann noch einer hin. Ich glaube 3x3 sind das. Und dann tun wir hier noch ein paar Fältchen. Ich finde es ja geil, dass sie sich miteinander verbinden. Spielstand gespeichert.
das gleichmäßig aus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, es sind sogar 5. Fällt gar nicht auf. Können wir nämlich hier daneben gleich zweimal die Schieferei machen. Kurz mal gucken, wie groß die sind. Ah, 3 waren sie. Perfekt. Also habe ich das nämlich auch bei meinen Dings gemacht. Willy Wibblesock. Bin zu Geld gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Für dich gerne Willy, wenn du magst. Gut. Perfekt. So, und dann brauchen wir natürlich aber auch einen Schneider hier. Der braucht auch seinen Weg hier. So, jetzt haben wir viel zu wenig Arbeitskräfte. Und diese Arbeitskräfte müssen wir natürlich wieder mit Bauern aus. Ausgleichen. Das ist natürlich Shitty hier in der Mitte. Shitty mit Titty, wie viele sagen würden. Okay, hier kann man auch nicht hinbauen, deswegen machen wir es so. Oh, dafür war wieder Holz da. Wir müssen Mäuse haben. Das Heune Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? So. Hier nochmal 4 hin. Und hier nochmal 4 hin. Perfekt. Speed.